Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Tja, und aus dem Börsenradiostudio B, heute Peter Heinrich, Peter Heinrich. Starten wir mit der Börsenlage. Hier ist meine Interpretation des aktuellen Geschehens. Nach den ersten turbulenten Börsenwochen des Jahres bleibt festzuhalten, dem Aufwärtstrend im DAX kann man so eine Note geben, die würde ich sagen, heißt intakt, solange sich der DAX über 14.900 Punkten hält. Aber wir haben Risiken. Wegen vielen Risikofaktoren und der sich rasant ändernden geldpolitischen Rahmenbedingungen fehlen allerdings derzeit der Schwung. Es fehlt die Dynamik nach oben. Aber auch hier gilt, ein Aufwärtstrend stirbt keinen Alterstod. Also DAX ohne Dynamik und wir haben immer noch einen Aufwärtstrend. Aktie bleiben trotz Zinswende erst der Wahl. Herr Thieme, bitte Ihre Interpretation der Börsenlage. Wie nervös sind die Börsen und fängt sich der Markt? Börsen sind nervös und das betrifft nicht nur den DAX-Index, sondern auch die Wall Street. Wir haben dort ja eine Bässe bei den kleinen Werten gesehen, beim Russell 2000-Index. Bässe heißt ein Minus von 20%, das ist ja schon mal eine gewisse Vorgabe. Wir haben die Schwäche in China gesehen, auch die wirft natürlich etliche Fragezeichen auf. Und wir schauen nach Japan und Japan sind wir auch hier von der 31.000-Marke bei 27.000 oder 26.500 gelandet, also eine saftige Korrektur. Und wenn man es genau anschaut, beim DAX kamen wir so dicht heran, aber haben es noch nicht ganz gesehen. Und deswegen meine ich, sollte man nicht unbedingt glauben, dass wir uns bei der 15.000-Marke halten oder knapp unter 15.000. Ich gehe davon aus, und das ist ja meine Bandbreite für dieses Jahr, 14.000 bis 18.000. Die ist weit gefasst, aber wir werden mal abwarten. Das Jahr ist noch jung, ob wir nicht tatsächlich in dieser gesamten Bandbreite uns befinden. Und wenn überhaupt, und das stelle ich gleich mal in den Raum, werden wir in diesem Jahr eher ein Testen der unteren Grenze, also der 14.000-Marke sehen und sie leicht unterschreiten, wenn ich ein Überschreiten der 18.000-Marke beim DAX für sehr unwahrscheinlich halte. Und ich bin mir nicht mal ganz sicher, dass wir bis 18.000 kommen, aufgrund der Bewertungsbasis, die wir haben, die ja nicht billigst ist, aber auch nicht so überteuert ist. Das muss man auch in den Raum stellen. In anderen Worten, 16.300, rundgerechnet, nicht wahr, oder aufgerundet, war der Höchststand. Diesen Höchststand haben wir kurz nach Jahresbeginn erreicht und dann ging erstmal die Luft aus. Und der Markt ist sehr nervös. Und wenn man sich die einzelnen Werte anschaut, gibt es nicht, glaube ich, einen einzigen DAX-Titel, der nicht mindestens korrigiert hat in den letzten 12 Monaten und davon die Hälfte wahrscheinlich sogar eine Bässe erlebt hat, also ein Minus von 20% erlebt haben. In anderen Worten, der Markt, wenn man ihn seziert, ist viel schwächer gewesen in allen Bereichen, als das Gesamtbild wiedergibt, weil immer zu gewissen unterschiedlichen Zeiten die Werte gefallen sind und natürlich auch dann Höchststände erreicht sind. In anderen Worten, die Struktur bei uns, in unserem Gesamtportfolio, die Hälfte sich in Exchange-Traded Fonds zu investieren, damit man überhaupt dabei ist und dann allerdings auszuwählen, die mit der anderen Hälfte einzutiteln. Das bleibt nach wie vor die Motivation, wobei ich eventuell jetzt zur Zeit eher die Einzelwerte betonen würde als den Gesamtindex. Man muss also nicht voll im ETF drin sein mit 15% im DAX, 20% im Dow Jones. Heißt das, Sie reduzieren Ihre ETF-Empfehlungen? Nein, nicht unbedingt. Ich sage nur, man muss nicht schon auf der vollen Position sein. Wer mir gefolgt ist oder uns gefolgt ist, der hat ja noch keine volle Position im DAO. Im DAO sind wir noch gar nicht investiert mehr, seitdem der Markt so stark gestiegen ist. Da haben wir mit Gewinn verkaufen können, wenn man so will. Einkaufen tue ich mich ja nur bei Schwäche. Das bleibt nach wie vor die Strategie. Also meine Grundstrategie, wie ich einen Markt analysiere, bleibt bestehen. Antizyklisch, was schwach ist. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club.